Grüß Gott zur letzten Vorlesung, elementare diskrete Mathematik. Ich habe heute ungeschickterweise meine Kamera vergessen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich ein paar Mal kurbeln, beziehungsweise in dem Video fehlt dann Live-Bild. Da gibt es dann halt nur ein Standbild, wenn ich die Tafel abfotografiere. Vielleicht brauchen wir die aber auch gar nicht so oft. Es steht ja doch aus, dass wir über Funktionen reden. Und nach Funktionen hört dann der für die Prüfung relevante Stoff auf. Und dann ja, kommt drauf an, sage ich mal. Dann sage ich noch was dazu, was Sie für die Prüfung wissen und können sollten. Also das würde ich noch abwarten unter Umständen. Und algebraische Strukturen, Schnupperkurs, falls sich das zeitlich überhaupt noch ausgeht. Falls es sich ausgeht, gibt es dazu eine Aufgabe am letzten Übungszettel. Also das ist dann durch die Übung abgedeckt, aber nicht durch die Prüfung. Und das ist dann da der Kompromiss. Aber da habe ich gedacht, ah, das muss man jetzt für die Prüfung nicht auch noch lernen. Es gilt ja auch hier die Verabredung, das stand, glaube ich, schon mal irgendwo, oder das muss ich sonst auch noch mal ausschicken, bevor dann die Prüfung ist, dass ich auch hier zulasse, wie in vielen Prüfungen und wie das auch einige meiner Kolleginnen machen, dass man sich einen DIN A4-Zettel beidseitig beschriftet, in beliebig kleiner, aber Handschrift mitnehmen darf als legalen Spickzettel, wenn man sich jetzt irgendwelche Definitionen oder so nicht gut merken kann, wo man meint, die braucht man dann irgendwie. Zum Beispiel, weil man nicht mehr genau weiß, was war denn jetzt nochmal eine Ordnungsrelation. Ja, dann schreibt man sich die Eigenschaften da einfach drauf, weil das muss man nicht unbedingt auswendig wissen. Und dann hat man das als Unterstützung für die Prüfung. Ja, was ist eine Funktion? Da kann man jetzt verschieden rangehen. Ich fange mal mit der naiven Fassung an. Naiv in dem, ganz naiv ist er auch nicht, weil zumindest schon mal nicht leere Mengen vorkommen. Und ich ja letztes Jahr auch schon irgendwie so erzählt, ach, letztes Jahr sage ich schon. Na, war schon dieses Jahr, war schon dieses Jahr. Also letzte Woche habe ich ja erzählt, dass im Grunde genommen so die Formalisierung der Mengenlehre ein bisschen später ist als eigentlich die Entstehung des Funktionsbegriffs. Also kann man schon vorher, gab es schon so Vorstellungen, ah, das ist so eine irgendwie eindeutige Zuordnung zwischen verschiedenen Dingen. Und jetzt ist hier aber schon gesagt, also man hat halt zwei Mengen. Ne? Üblicherweise sind das immer nicht leere Mengen. Aussagen über die leere Menge sind immer nicht so super spannend. Und f eine Vorschrift, was auch immer das dann ist, dann bezeichnet man dieses Tripel a, b und f als Funktion, falls diese Vorschrift jedem Element x aus der Menge A in eindeutiger Weise ein Element Y aus B zuordnet. So eine erste Vorstellung, die man mal hatte von Funktionen, war halt, ah, man kann da immer so einen Funktionsterm oder eine Funktionsgleichung hinschreiben. Also ich konnte halt immer irgendwie schreiben, Y ist gleich und dann kommen irgendwelche Operationen, die man mit dem X durchführen muss. Ja, zum Beispiel Sinus X nehmen, wobei da nicht so ganz klar, was das eigentlich die Operation ist. Da muss man nicht näher drüber nachdenken oder Wurzel x und so. Also irgendwas, was man mit einem Term darstellen kann. Und dann hat man aber gemerkt, dass das gar nicht immer funktioniert. Und dann hat man das halt so ein bisschen abgeschwächt und gesagt, irgendeine Vorschrift. Unter diese Definition würde ja zum Beispiel auch fallen, wenn Sie sagen, der Menge aller Tage seit Börsenbeginn in Frankfurt bis in alle Ewigkeit wird zugeordnet der Kurs von einer bestimmten Aktie, die da gehandelt wird. So, jetzt kennt man aber im Regel die Vorschrift ja gar nicht. Also ich weiß ja in der Zukunft nicht, wie das aussieht, aber man kann dann vielleicht trotzdem sagen, das sollte eigentlich schon, ist schon irgendwie eine Funktion. Man kann irgendwie schon jeden Tag irgendwie zuordnen, was der Aktienkurs ist. Aber selbst für die Vergangenheit finden Sie ja nicht unbedingt eine Termdarstellung. Ja, schon, also wenn Sie genug Stützstellen nehmen vielleicht. Aber so, das ist auch mit dieser Vorschrift, das ist noch so ein bisschen, was ist das jetzt eigentlich? Aber für uns jetzt naiv reicht's. Also irgendwer sagt Ihnen halt, welches Y dem X zugeordnet ist. Und wichtig ist, das ist in eindeutiger Weise zugeordnet. Das heißt, jedem X wird genau ein Y zugeordnet, nicht zwei. So, jetzt könnten Sie also zum Beispiel sagen, jedem Kind werden seine Brüder zugeordnet, könnte dann schwierig sein, weil er könnte ja auch mal zwei Brüder haben oder so. Also das wäre dann ein Problem.
wenn wir jetzt sagen, wird der nächstälteste Bruder zugeordnet, haben sie auch ein Problem. Da könnte es ja Kinder geben, die haben gar keinen Bruder. Ne, das ist auch nicht zulässig. Also das sind die zwei Bedingungen, die da eigentlich drinstecken. Für jedes X hat man auch wirklich ein Y. Das ist die eine Bedingung. Und die zweite Bedingung ist, man ordnet aber nicht zwei zu. Und diese zwei Bedingungen kriegen dann ja später auch noch spezielle Namen. So, jetzt wichtig ist, wenn man jetzt entscheiden will, ob etwas eine Funktion ist, reicht das in der Regel nicht, sich nur die Vorschrift oder die Funktionsgleichung anzugucken, sondern man muss auch immer dazu sagen, was ist eigentlich die Menge, woher die Objekte kommen und was ist die Menge, aus der diese Zielobjekte kommen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel da gesagt hätte, ich mache diese Zuordnung mit nächstältester Bruder und mache das nur auf der Menge der Leute, wo mindestens zwei Kinder in den Familien sind und mindestens eins davon männlich ist, dann wird es ja unter Umständen wieder funktionieren. Na, beide männlich, dann wird es auf jeden Fall funktionieren. Und dann hätte da jeder einen Bruder. So, und jetzt kann man sich das mit Zahlen ja auch so ähnlich vorstellen. So, und am einfachsten ist meistens, wenn man die reellen Zahlen nimmt, da hat man auf jeden Fall genug drin. Da geht es nichts schief. Ne? Wenn Sie irgendein X haben, dann finden Sie auch immer ein 7x² plus 5x minus 4. Und das kann man ja zum Beispiel so zeigen, dass man dann sozusagen da die Umkehrung hinschreibt. Jetzt sagt er, da wähle ich einfach das, wo ich das genau umdrehe. Also sozusagen nach x auflöse. So, jetzt von R nach R. F von x mit 1 durch x wäre keine Funktion, weil man darf ja die 0 nicht unter das 1 durchschreiben. Dann entsteht was, was keinen Wert hat. Also hätte die 0 jetzt keinen Funktionswert. Wenn Sie jetzt hingehen und schreiben f von Doppelpunkt r ohne 0 nach irgendwas, dann wird es wieder passen. Was hinten steht, ist dabei für die Funktion auch nur insofern wichtig, dass man sagen muss, das, was da hinten steht, sollte halt in der Menge drin liegen. Also wenn Sie jetzt schreiben würden f von r ohne 0 nach n und würden da schreiben f von x ist gleich 1 durch x, wird auch wieder nicht funktionieren, weil die 1 durch x liegen ja dann nicht unbedingt in der Menge der natürlichen Zahlen drin. Und wenn man nicht genau die natürlichen Zahlen nehmen würde, dann lägen die sogar nie in der Menge drin. So, also wichtig ist, ne, also bei den Dings, es muss tatsächlich für jeden da was geben. Und dann für die Menge, die hinten steht, ist, landen die Sachen auch wirklich in der Menge mit der Vorschrift, die da gegeben ist. So, hier haben wir jetzt zum Beispiel mal so einen Fall. N nach N für 3x minus 5 ist keine Funktion. Wenn ich jetzt f von 1 einsetzen würde, kommt daraus 3 minus 5 ist gleich minus 2, aber minus 2 wäre halt nicht in den natürlichen Zahlen. Also würde funktionieren, könnte ich jetzt reparieren, schreibe ich von N nach Z zum Beispiel, da bin ich schon auf der sicheren Seite. Aber kann natürlich auch Q und R schreiben, weil es ist nirgendwo verlangt, dass sozusagen alle Elemente der Menge hinten auch tatsächlich als Funktionswerte aufgegriffen werden. Aber es dürften jetzt keine vorkommen, die jetzt nicht in der Menge irgendwie drin sind. So, 1 durch n, a, also quasi die Folge a, 1 durch n, ist letztlich auch eine Funktion, nämlich eine Funktion, die von den natürlichen Zahlen läuft in die reellen Zahlen. Oder Sie könnten auch sagen, rationale Zahlen. Würde ja reichen, würde sogar reichen, positive rationale Zahlen. 1 durch 1 und so weiter, da kommt ja nie was Negatives raus. Also Sie könnten hinten die Menge sogar bis Q plus kleiner machen. Oder wenn Sie jetzt ganz pingelig schreiben, dann könnten Sie sogar schreiben, Q plus geschnitten mit dem Intervall von 0 bis 1 wird eigentlich auch reichen. Weil 1 durch n bewegt sich ja immer nur zwischen 1 und 0. Wenn Sie jetzt noch kleinlicher wären, dann hätten Sie es auch schon. So ziemlich, aber immer noch nicht. Ne? Jetzt können Sie ja noch sagen, es ist ja nicht jeder Bruch, der da zwischen 0 und 1 liegt, ist auch ein Stammbruch. Also insofern, ganz kriegt man es dann immer noch nicht hin. So, jetzt die Teileranzahlformel, wenn Sie sagen, ich ordne jeder natürlichen Zahl die Anzahl ihrer Teiler zu, ist das natürlich auch eine Funktion. Die läuft einfach von n nach n. Zweiteiler, oder jetzt könnten Sie auch wieder sagen, ach, ich könnte hinten sogar noch die 1 rausnehmen, weil eine Zahl mit einem Teiler gibt es ja eigentlich nicht.
Außer vielleicht die 1. Ne? Also lassen wir sie doch drin. Gut. Aber Größe 1 haben wir jetzt. Eine Achsenspiegelung an der Geraden y gleich minus x ist auch eine Funktion. Üblicherweise nimmt man ja die Ebene dann als Punkte mit. Zum Beispiel, wenn Sie je nach Schulform ja auch ein bisschen analytische Geometrie genießen durften oder auch nicht genießen durften, schreibt man das ja als Koordinatenpaare x, y normalerweise. Und das sind dann Elemente des R2, sagt man manchmal. Oder man kann auch schreiben des R Kreuz R. Und geht dann auch wieder in den R Kreuz R. Und wenn Sie an der ersten winkelhalbierenden minus x da spiegeln, dann passiert halt Folgendes. Die x-Koordinate wird immer zu minus y-Koordinate und die y-Koordinate wird zu minus x-Koordinate. Kann man sich relativ leicht überlegen, wenn man sich das mal aufmalt, warum das so ist. Ich will jetzt dafür nicht extra die Tafel hochziehen. Das können Sie dann mal als Übung machen. Das ist auch eine Funktion. Also es ist sowieso der Funktionsbegriff, wenn Sie schon, wer hat schon lineare Algebra? Ja. Der Funktionsbegriff ist eigentlich nichts anderes als der Abbildungsbegriff der linearen Algebra. Es gibt ein paar Spezialisten, die sagen, sie wollen das Wort Funktion reservieren dafür, dass bei der Abbildung beide Mengen Zahlenmengen sind. Dann würde das unten nicht mehr funktionieren, weil das da unten sind ja keine Mengen, die Zahlen enthalten. Das ist ja R Kreuz R, sondern die enthalten Zahlenpaare oder Vektoren, wie man auch sagt. Und dann würde man sagen, okay, wenn es keine Zahlen sind, nennen wir es Abbildung. Und wenn es Zahlen sind, nennen wir es Funktion. Das ist aber nicht durchgängig so. Also im Grunde genommen würde ich eher meinen, und das meinen relativ viele, dass es keinen Unterschied zwischen dem Funktions- und dem Abbildungsbegriff gibt. Das ist einfach, in dem einen Bereich nennt man das halt eher Abbildung und in dem anderen Bereich, also in der linearen Algebra, was man da Abbildung nennt, nennt man halt in der Analysis lieber Funktion. Das ist aber faktisch genau dasselbe. Man betrachtet halt unterschiedliche Beispiele in beiden Bereichen. So, und Funktionen kann man auch noch auffassen als spezielle Relationen. Und zwar sind dann entscheidend die zwei folgenden Eigenschaften, die ich im Grunde genommen gerade schon so umschrieben habe. Also dann sagen wir nämlich gar nicht, wir interessieren uns jetzt gar nicht für die Vorschrift. Das ist sozusagen das Besondere an dieser Definition. Also bei der Definition sagen wir gar nicht, da gibt es irgendwie so eine ominöse Vorschrift, die ein x mit einem y in Zusammenhang bringt, sondern wir sagen einfach, okay, also wenn ich eine Abbildung habe, die geht meinetwegen von den reellen Zahlen in die reellen Zahlen, dann sage ich jetzt einfach so eine Abbildung, was hat die quasi als Graph? Und jetzt könnte ich mir vorstellen, naja, der Graph ist ja dann normalerweise so, dass man dann so ein Koordinatensystem zeichnet, also alle Punkte des R-Kreuz R aufmalen. Hier steht jetzt A und B, weil das nicht unbedingt immer die reellen Zahlen sind. Es könnten auch die natürlichen Zahlen auf der einen Achse sein und die rationalen Zahlen auf der anderen Achse. Oder es könnte sogar noch komplizierter sein, aber das lassen wir jetzt mal weg. So, und jetzt sagen wir einfach so, wie wir auch gesagt haben, eine Relation ist einfach irgendeine beliebige Teilmenge dieses A-Kreuz von diesem A-Kreuz B, ist jetzt eine Funktion auch eine Teilmenge, die aber spezielle Eigenschaften einfach erfüllen muss, damit man sagen kann, das ist eine Funktion, die so bei einer Relation nicht unbedingt gelten müssen. Wer ja zum Beispiel gesagt, eine Relation ist, a ist kleiner als b. So, und jetzt hat man bei den natürlichen Zahlen natürlich nicht genau eine Zahl, die kleiner als b ist. Da kann es ja ganz viele geben. Ne? So unendlich viele dann auch nicht bei den natürlichen Zahlen, aber es kann zumindest relativ viele geben. Und bei größer kann es sogar unendlich viele geben. So, und jetzt sagt man, das soll halt strenger sein, und zwar die soll links total sein. Ja, das hat jetzt beides überhaupt keine politischen Konnotationen, weder links total noch rechts eindeutig. Das hat damit zu tun, dass man normalerweise sich das so denkt, links ist sozusagen die Menge A, dann wird abgebildet Menge B. Ne? Links ist A und dann Pfeil und rechts steht B. Sagt man, links ist es total und das bedeutet, oder man malt ja dann manchmal auch so Venn-Diagramme hin, also malt man so ein, jetzt bräuchte ich allerdings doch mal
was, um das aufzuzeichnen und nicht nur zu erzählen. So, jetzt machen wir mal Leinwand auf. So, jetzt sagt man ja dann, lauter Screenshots machen gleich. Also links malt man so einen Kringel hin, da soll jetzt mal die Menge A sein. Und rechts malt man einen Kringel hin, da soll mal die Menge B sein. So, und jetzt sind hier in dem A sind so Hupsis drin. Das sind die ganzen Elemente in der Menge. Das sind hier, ich mal die mal mit so Xen. Und in dem B sind auch so Hupsis drin. Da male ich mal überall Ys. So, und links total heißt jetzt, jedes dieser Xe kriegt ein Y ab. So, also von jedem dieser Xe, wenn ich jetzt so Zuordnungspfeile malen würde, würde ich zum Beispiel sagen, ich sag mal, dieses Xi hier, das kriegt das Y ab. So. Und links total heißt, hier schießt jetzt auch wirklich überall ein Pfeil los. Von jedem Xi müsste ein Pfeil losschießen, dann ist es links total. Was trotzdem auch erlaubt ist, also was nicht verboten ist, die zwei Xis hier kriegen dasselbe Y ab. Das ist quasi nicht verboten. Aber was es ist rechts eindeutig. Und das heißt, es ist rechts eindeutig. Und was das heißt, schauen wir uns gleich an. Moment. Wenn A mit einem B verheiratet wird und A wird mit einem anderen B' verheiratet, dann war eigentlich B dasselbe wie B'. Das klingt ein bisschen kompliziert. Ne? So, wie kann man das anders sagen? So, jetzt kann man sagen, wenn man jetzt wieder in dem Bild überlegt, Moment, was eben nicht passieren darf, jetzt bräuchte ich eigentlich eine zweite Kreidefarbe, so, das hier darf nicht passieren. Wenn ich den Pfeil, ich darf nicht hier, ups, zu dem X kommen und ich darf zu dem, und sozusagen komme von den Ys, komme ich zu demselben X. Anders ist es okay, also dass die beiden X hier beide auf dasselbe Y zeigen, das ist okay. Aber es ist nicht okay, dass ich von zwei verschiedenen Y auf dasselbe X wieder zurückkomme. Dann ist das keine Funktion. Da hatte ich ja auch vorhin gesagt, also es soll in einem X nicht mehrere. Also rechts, was dem X zugeordnet wird, ist eindeutig. Links ist es nicht eindeutig. Also wenn ich sozusagen von einem Y zurückgehe, dann kann ich durchaus zu zwei verschiedenen Xen kommen. Das ist nicht verboten. Das merkt man ja zum Beispiel, einfachstes Beispiel ist vielleicht quadratische Funktion. Da hat man ja zum Beispiel minus 2 und plus 2 werden ja beide auf 4 abgebildet und trotzdem wird niemand von Ihnen behaupten wollen, dass x² keine brave Funktion wäre. Umgekehrt ist es ja aber dann auch richtig. Ne? Also jetzt sozusagen gucke, was ist der Funktionswert von minus 2, dann ist das ja nicht plus minus 4 oder so. Das ist dann schon brav 4. Und da hat man ja dann auch Probleme. Jetzt kann man zum Beispiel, wenn Sie jetzt sagen, ach, ich hätte so gerne den Kreis als Funktion hingeschrieben, dann funktioniert das nicht so gut, weil man jetzt einen Kreis hinnehmen würde und würde dem um den Nullpunkt malen und würde jetzt gucken, was ist eigentlich dem X zugeordnet, dann hätte man ja immer zwei Punkte. Also das ist dann nicht wirklich eine Funktion. Da könnte man nur den oberen Halbkreis als Funktion nehmen oder den unteren Halbkreis als Funktion. Oder man muss es als Kurve schreiben, dann ist das wieder erlaubt, aber über Kurven reden wir hier nicht. So, jetzt wieder Leinwand ab. So, also links muss alles tatsächlich, also von jedem muss was weg, sie gehen. Und nach rechts weg darf man aber von jedem X aus höchstens einen zeichnen. Also, das kann man auch so sagen, von links von jedem Element geht mindestens ein Pfeil weg und von links von jedem Element geht aber auch höchstens ein Pfeil weg. Also geht genau ein Pfeil weg von jedem Element links. So kann man das auch noch sagen. Das erlaubt auch die folgende alternative Definition. Also da sind es erstmal als zwei Eigenschaften von Relationen beschrieben und genau diese Relationen, die diese zwei Eigenschaften haben, nennt man dann Funktionen. Und damit ist quasi der Funktionsbegriff auf den Relationsbegriff zurückgeführt und das kann man irgendwie wichtig finden, dass man Begriffe auf andere Begriffe zurückführt. Wir werden nachher sogar sehen, dass man sogar den Begriff der Verknüpfung
also das Addieren und Subtrahieren und so, auch wieder auf den Begriff der Funktion zurückführen kann und damit ja indirekt auch wieder auf den Begriff der Relation. Es hat also alles was miteinander zu tun. Ja, wichtige Begriffe, da wird es jetzt so ein bisschen, da ist irgendwie, da kommt man so in den Bereich, wo die mathematische Fachsprache nicht so stark normiert ist an einigen Stellen. Also was noch ganz... ich musste morgen ein neues Hemd anziehen. So, was die Definitionsmenge ist, das ist noch allen klar. Das ist halt die Menge, auf der die Funktion definiert ist. Da ist das ja auch unproblematisch, weil ich ja gerade verlangt habe, dass quasi von jedem Element tatsächlich ein Pfeil weggehen soll. So, und da sage ich, Definitionsmenge ist halt die Menge, auf der die Funktion definiert ist. So, und da kann ich zum Beispiel sagen, für 1 durch x ist die größtmögliche Definitionsmenge ist die reellen Zahlen ohne 0. Mehr geht dann irgendwie nicht. Ne? Wenn ich die 0 noch dazu nehme, habe ich das Problem, dass der 0 da der Versager ist, der dann hinten bei den Ys keinen abkriegt. Okay, die Zielmenge. Und da fängt es jetzt an, hakelig zu werden. Die Zielmenge oder Zielbereich, ob man da jetzt sagt, Menge oder Bereich, liegt einfach nur dran. Bereich sagt man eigentlich immer nur, wenn das ein Zahlbereich ist. Also reelle Zahlen, natürliche Zahlen, ganze Zahlen, das sind Zahlbereiche. Aber wenn jetzt das zum Beispiel die Menge aller Mengen ist, dann würde man einfach sagen, das ist eine Zielmenge. Weil der Zahlbereich hat halt bestimmte Eigenschaften, nämlich dass das Zahlen sind, die da hinten sind. Was nicht ganz einheitlich ist, ist mit Ziel und Werte. B wäre ja die Zielmenge. Heißt, ich könnte zum Beispiel schreiben bei 1 durch x die reellen Zahlen. Jetzt wäre das aber auch wieder so, Ich finde eigentlich keine reelle Zahl, die ich für 1 durch x einsetzen kann, sodass tatsächlich 0 rauskommt. Das kommt ja auch als Ergebnis nicht vor. Das ist aber quasi nicht verboten. Also da würde ich sagen, das ist die Zielmenge. Und jetzt gibt es noch eine andere Menge, nämlich die Elemente dieser Zielmenge, die tatsächlich auch von der Funktion als Werte angenommen werden. So, und das müsste, also jetzt zum Beispiel auch, wenn ich jetzt sagen würde, ich nehme diese Folge a1 durch n, dann wären das ja nur genau die Stammbrüche, die auch tatsächlich angenommen werden. Also jede rationale Zahl zwischen 0 und 1, die ich tatsächlich auch als Stammbruch schreiben kann. Ja, 2/3 kann ich aber zum Beispiel gar nicht als Stammbruch schreiben mit natürlichen Zahlen. Ich finde keine Darstellung 1 durch und unten steht irgendeine natürliche Zahl, so dass das wieder dasselbe ist wie 2/3. Das geht nicht wegen Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung. So. Und deswegen gibt es einen Unterschied zwischen der Bildmenge und der Zielmenge. Und es gibt ja nachher sogar das, dass man dann sagt, eine Funktion ist surjektiv oder surjektiv, je nachdem, das ist auch nochmal, je nachdem, wie französisch Sie sich fühlen, können Sie das so oder so aussprechen. Um diese Unterscheidung zu machen, muss man zwischen der Bildmenge und der Menge, in die abgebildet wird, unterscheiden. Und jetzt gibt es aber böse einige Leute, die nennen die Bildmenge Wertemenge und es gibt einige Leute, die nennen die Zielmenge Wertemenge. Deswegen ist nicht so ganz klar, was die Wertemenge ist. Bei Wertemenge, wenn Sie das irgendwo lesen, müssen Sie in dem Buch quasi immer nachgucken, was meint der jetzt damit? Meint er damit die Menge, in die abgebildet wird? Das wäre in dem einen Fall sozusagen alle Bruchzahlen. Oder meint er die Menge, die da tatsächlich auch als Werte angenommen werden? Das wäre jetzt in meinem Beispiel nur diese Menge der Stammbrüche gewesen. Das ist wirklich schwierig, weil da können Sie ein beliebiges Buch hernehmen und der eine macht so, der andere macht so. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist gewisserweise nicht normiert. Wohingegen, was das Bild oder der Funktionswert ist, das ist ganz klar. Und was die Definitionsmenge ist, ganz klar. Und der Graph ist eigentlich auch nicht unbedingt, was man hinmalt, sondern das ist einfach an sich, ist das die Menge, die aus sämtlichen Paaren, wo ein Element das Argument ist, wie man manchmal sagt, also das, was aus dem X rauskommt, und das andere der Funktionswert, also das aus der Menge B, was dazugeordnet ist. Die Menge dieser Paare, beziehungsweise die ganze Relation, die nennt man den Graph der Funktion. So, und jetzt stellt man halt den Graphen oft zeichnerisch dar.
Wenn Sie jetzt aber zum Beispiel zwei endliche Mengen hätten, also Sie bilden ab von der Menge 1, 2, 3 in die Menge 1, 2, 3, 4, 5, 6, dadurch, dass Sie immer nehmen mal 2, dann könnten Sie den Graphen auch vollständig aufschreiben. Wir schreiben 1,2 ist das erste Element von dem Graph, 2,4 ist das zweite Element von dem Graph, 3,6 ist das dritte Element von dem Graph. Und dann wäre der Graph ja nur durch die Angabe dieser Wertetabelle quasi vollständig dargestellt. So. Deswegen, der Graph ist einfach immer diese Zusammenstellung. Und wenn jetzt das beides Zahlenmengen sind, dann malt man den Graphen halt ganz gerne. Oder man malt ja eigentlich auch nie den Graphen. Sie malen ja immer irgendeinen Ausschnitt aus dem Graphen. Können ja bei x nicht bis unendlich gehen. Das funktioniert ja nicht. Sie können jetzt am Computer das zeichnen, dann können Sie da beliebig weit reinzoomen und so. Und dann ist alles ein bisschen dynamischer, da sieht das noch etwas anders aus. So, weil jede Funktion nach Definition links und ein total und rechts eindeutig ist, macht überhaupt die Schreibweise f von x gleich y Sinn. Wenn jetzt das x verschiedene y's kriegen würde, würde das keinen Sinn ergeben. So macht das Sinn. Man darf das so schreiben, weil man einfach sagen kann, es gibt ja genau ein y. Und dann kann man die Sachen noch etwas anders und vielleicht angenehmer hinschreiben, die zwei Eigenschaften, die wir hatten. Da können wir sagen, a, b, r ist genau dann eine Funktion, wenn gilt. Für alle x gibt aus a, gibt es ein y-Element b, sodass y gleich f von x gilt. Und wichtig sind immer die Quantoren, also alle x, deswegen links total, und es gibt ein y. Und das reicht, wie wir gesehen haben, nicht. Wir müssen auch noch sagen, es gibt ein y und es gibt nur genau ein y. Und das macht dieser zweite Teil rechts eindeutig. Wenn man zwei potenzielle Bilder hat, f von x1 und f von x2, und man weiß, das ist die etwas schönere Art eigentlich aufzuschreiben, was rechts eindeutig ist, als die, wie ich es vorher auf der Folie hatte. Und wenn ich weiß, diese zwei Bilder sind verschieden, dann sind auch die X'e verschieden, von denen aus abgebildet wurde. Das steht da. Man kann das auch anders herum hinschreiben. Sie können auch schreiben, x1 ist gleich x2, daraus folgt dann f von x1 ist gleich f von x2. Zum Beweisen ist meistens dieses praktischer, also die Kontraposition aufzuschreiben. Da hatten wir ja schon gelernt, dass das logisch eh dasselbe ist. Wenn ich schreibe, ob ich schreibe, aus x1 gleich x2 folgt f von x1 ist gleich f von x2, ist logisch genau dasselbe, wie wenn ich die Implikation umdrehe und die Aussagen verneine. Also f von x1 ist ungleich f von x2, daraus folgt x1 ist ungleich x2. Wenn ich jetzt zum Beispiel zeigen will, also wenn Sie zeigen wollen, f von x1 ist ungleich f von x2, daraus folgt x1 ist ungleich x2, dann könnten Sie annehmen, x1 ist gleich x2 und gleichzeitig f von x1 ist ungleich x2. Und das würden Sie zum Widerspruch führen. Spezielle Funktionen können jetzt zusätzliche Eigenschaften haben. Und da wird es halt etwas verwirrend. Die können surjektiv oder surjektiv sein oder auch rechtstotal. Das ist quasi einfach, man dreht jetzt die Bedingung um und sagt, es ist nicht nur so, dass jedes x ein y abbekommt, sondern umgekehrt bekommt auch jedes y ein x ab. Also für alle y aus b gilt, es gibt ein x, für das dieses y ein Funktionswert ist. So. Wenn man jetzt zeigen will, dass das nicht gilt, ist das meistens leicht, also man nimmt halt mal an, es gibt einen und zeigt dann zum Beispiel, ups, der liegt aber außerhalb der Zahlmenge. So, als durch x und dann stellen Sie fest, ach nee, das geht ja nicht, dann muss das ja eine, das kann ja keine natürliche Zahl sein. So, und injektiv ist auch wieder die Umkehrung links eindeutig, bedeutet also, jedes dieser Ys wird auch nur von einem Pfeil getroffen aus der A-Menge. So kommt das dann gleich auch nochmal als Bild. Also für jedes dieser Ys hat das auch wirklich nur einen. So, jetzt wieder die Unterscheidung. X hoch 3, da haut das offensichtlich hin. Und man kann immer die dritte Wurzel ziehen, sogar aus negativen Zahlen. Und dann kommt wieder eine negative Zahl raus, eine negative reelle Zahl.
Und bei den positiven kommt wieder eine positive reelle Zahl raus. Und die dritte Wurzel ist auch wirklich immer eindeutig. Also es hat 1,2 eine andere Drittelwurzel als 1,5 und so weiter. Und Minus hat dann halt eben noch das andere Vorzeichen. Oder im Graphen sieht man das auch schön, dass man sozusagen sagt, jede Parallele einerseits, das kommt gleich noch, da machen wir erstmal Pause, sonst sage ich wieder falsch. So, also links eindeutig bedeutet in diesem Abbildungsbildchen, es kommt sozusagen auf jedes Y nur ein Pfeil da aus der anderen A-Menge, der da drauf geht. So, und bei x² wird es halt wieder nicht hinhauen. X² von R nach R hätte auch das Problem, nicht surjektiv zu sein. Wir würden halt keine negativen Zahlen, die würden ja alle gar nicht als Funktionswert angenommen werden. Und jetzt kann man natürlich wieder hingehen und kann diese Bedingungen jeweils reparieren. Einfach dadurch, dass man die Mengen ändert. So, man kann das mal, wir können das mal an x² durchspielen. Da kann man nämlich die Fälle ganz gut sehen. Da müssen wir jetzt aber wirklich mal die Tafel hochmachen. Also, so, das soll jetzt mal y gleich x², beziehungsweise f von x gleich x² sein. So, wenn ich jetzt schaue von r nach e, also ist eine Funktion, ne, weil jedes x kriegt ein y. Jetzt können wir auch gleich das durchspielen, was das mit den Parallelen heißt. Das bedeutet, ich muss ja jetzt sozusagen für alle x-Werte gucken, finde ich ein y. Und das kann man auch so sagen, dass man quasi sagt, wenn ich hier so eine Linie, die parallel zur y-Achse ist, wenn ich die hier so durchlaufen lasse, wird das immer geschnitten. Also ich finde sozusagen immer einen Schnittpunkt mit dem Graph. Jetzt sagen Sie vielleicht, ah, stimmt ja gar nicht, Herr Fohns, wenn Sie jetzt hier sind, finden Sie ja gar keinen. Sage ich, ja doch, der ist nur zwei Tafeln höher. Also so im Prinzip, ne? Im Prinzip finde ich immer einen Schnittpunkt, wenn ich da mit einer Parallele von der X-Achse, von der Y-Achse entlang der X-Achse laufe. So, das sieht unproblematisch aus. Das ist die erste Bedingung, die wir vorhin genannt hatten, links total, weil links heißt jetzt bei uns immer erste Achse. So, jetzt rechts eindeutig bedeutet, rechts total, Entschuldigung, ja. Rechts total, weil rechts heißt ja, so, rechts ist sozusagen jedes Y, ne, da, na, jetzt wollen Sie mich aber fahren. Na, links total, links wird alles, keiner wird links alleine gelassen, links total. So, rechts total ist surjektiv, so. Ich wollte schon gerade so sagen, so, rechts eindeutig bedeutet, wenn Sie hier so durchgegangen sind, dann reicht das nicht, dass Sie sagen, Sie finden wirklich ein. Was auch nicht vorkommen darf, ist, dass das zweimal geschnibbelt wird. Und das war das, was ich vorhin erzählt hatte. Wenn Sie jetzt hier an den Kreisi denken, der so drum läuft, ja, dann haben Sie halt zwei Probleme im Grunde genommen, ne? Das erste Problem ist, also sagen wir mal, der Kreis hat den Radius 5. Ja, dann geht der hier so brav von minus 5 bis 5. Im Bereich minus 5 bis 5 ist alles so halbwegs in Ordnung mit der Linkstotalität. Also jede der Parallelen wird auch geschnitten. Schon bei 5,01 wird es eng. So, also müssten wir schon hingehen und den Definitionsbereich einschränken auf 0 bis 5. Das könnten wir ja machen. Dann hätten wir aber immer noch ein Problem, nämlich das mit der Rechtseindeutigkeit. Weil hier unten wird es ja dann auch noch geschnitten und hier oben wird es geschnitten. So, wäre also auch ein Problem. Also da wäre sozusagen rechts eindeutig verletzt. Links total heißt in diesem Graphen, jede Parallele zur y-Achse wird mindestens einmal geschnitten. Und rechts eindeutig bedeutet, jede Parallele zur y-Achse wird höchstens einmal geschnitten. Und bei dem Kreis wäre jetzt sozusagen beides kaputt. Von 0 bis 5 wäre es zweimal und außerhalb wäre es keinmal. So, das eine kann man leicht reparieren, indem man einfach sagt, ich schränke das hier auf das 0 bis 1. Und das andere könnten wir jetzt auch reparieren, indem wir einfach sagen, wir gucken uns nur die positiven reellen Zahlen an. Dann wäre ja hier unten das quasi weg. Und so, jetzt gucken wir aber mal wieder bei unserer quadratischen Funktion. Bei der ist das offensichtlich kein Problem. Also es gibt nirgendwo einen zweiten Schnittpunkt. Und wenn die Tafel beliebig groß wäre, gäbe es auch immer einen Schnittpunkt. So, also das ist mal in Ordnung. Einen gibt es und es gibt auch höchstens einen. So, jetzt geht die nächste Frage, ist jetzt injektiv. Injektiv, nein, surjektiv habe ich glaube ich als erstes. Ne?
Ja, surjektiv oder rechtstotal. Das ist jetzt quasi einfach das Umdrehen davon, dass ich sage, ich gucke mir jede Parallele zur X-Achse an. So, jetzt wäre es surjektiv, wäre wieder mindestens einmal schneiden. Ja, haben wir auch ein Problem, haben wir jetzt so ein ähnliches Problem wie beim Kreis. Solange wir uns oberhalb der X-Achse hier befinden, kein Problem. Für alle positiven reellen Zahlen finden wir einen Schnittpunkt. Ist also surjektiv, alles in Butter. Unterhalb nein. Also, jetzt kann man natürlich die Funktion einfach dadurch reparieren, surjektiv machen, dass man sagt, ich bilde gar nicht von den reellen Zahlen in die reellen Zahlen ab, sondern ich bilde von den reellen Zahlen in die positiven reellen Zahlen ab. Das heißt, wenn man surjektiv nicht hat und will das aber haben, dann meint das eigentlich immer Zielmenge einschränken. Also surjektiv können Sie nur reparieren durch Zielmenge einschränken. So, injektiv ist auch ein Problem, weil offensichtlich das hier mal zweimal geschnitten wird. So, bei injektiv ist jetzt die andere Reparatur. Wenn wir injektiv reparieren wollen, hilft das gar nicht, dass wir hinten ist, egal ob da R plus steht oder nur R. Das hilft nicht. Da müssen wir jetzt die vordere Menge einschränken und sagen, ach, wir bilden mal nur von den positiven reellen Zahlen ab. Dann ist ja auf einmal das hier alles weg. Wir haben jetzt gar nichts abgebildet, jetzt sind wir nur noch hier oben in dem Ast. So, und jetzt können wir, jetzt ist es wieder egal. Jetzt kann ich sagen, ich gucke mir die an, die geht von R plus nach R. Dann ist die injektiv, es wird jede Linie höchstens einmal geschnitten, die hier so parallel längs läuft. Aber wir hätten wieder das Problem, dass es halt nicht surjektiv wäre. Wenn wir es auch noch surjektiv haben wollen, aha, dann schränken wir es so ein, dass wir direkt sagen, von R plus nach R plus, dann geht beides. So, und bei, also ist immer, der Trick ist, wenn das überhaupt geht, das muss nicht immer gehen, das könnt ihr auch die ganze Zeit hier so wild hin und her hupseln, dann wäre das gar nicht so leicht, die Menge einzuschränken, sodass dass das quasi immer hier so hin und her donnert und dann hätten wir ein anderes Problem. Dann kriegen wir das gar nicht so leicht eingeschränkt. Aber wenn man es einschränken, ist immer surjektiv machen bedeutet, Zielmenge muss kleiner gemacht werden, nämlich so, dass Zielmenge und Bildmenge übereinstimmen. Das bedeutet eigentlich surjektiv. Und injektiv machen heißt immer Ausgangsmenge kleiner machen. Nicht so abbilden, dass dann die einfach nicht mehr dabei sind, die auf denselben abgebildet wurden. Sie müssen sozusagen für jedes Y gibt es zwei X, die sind mindestens zwei X und die sind Rivalen, die konkurrieren um das Y. Einen müssen halt ausscheiden. So. Und in dem einen Fall sind das jetzt hier die negativen Zahlen, die wir da ausscheiden konnten. Dann war das schon in Butter. Das kommt jetzt, glaube ich, eh auf den Folien auch alles noch. Jupp. Ja, hier ist da genau. Ach so, ich sollte noch die Projektion wieder anmachen. Hier ist das schön mit den Pfeilen. Da steht es nochmal, Funktion bedeutet, von jedem Element in A geht genau ein Pfeil nach B. Genau ein heißt links total und rechts eindeutig. Genau einer heißt mindestens einer links total, höchstens einer rechts eindeutig. Injektiv bedeutet, jedes Element in B wird von höchstens einem Pfeil getroffen. Es gibt nicht zwei X, die sich dasselbe Y aus dem B ausgeguckt haben. Und surjektiv ist wieder, von jedem Pfeil in A geht genau ein Pfeil nach B, links total, rechts eindeutig. Und jedes Element in B wird von mindestens einem Pfeil getroffen. Hier ist es jetzt also nicht verboten, wie das da ist, da treffen auch mal zwei denselben. Das ist völlig in Ordnung. Surjektiv heißt nur, es wird jeder getroffen. Und wenn es dann beides hat, dann nennt man es auch bijektiv. Das stand wahrscheinlich auch noch irgendwo so. So, und hier steht das auch noch mal für Funktionsgraphen, wie das mit den Parallelen ist. Jede gedachte Parallele zu x, das funktioniert natürlich nur, wenn Sie reelle Zahlen haben. Wenn Sie jetzt natürliche Zahlen haben, dürften Sie eigentlich nicht sagen, jede Parallele, sondern Sie müssten ja sagen, jede Parallele, die durch sozusagen eine ganze Zahl geht. Zum Beispiel die Parallelen bei 0,5 würden ja dann gar nicht getroffen. Also dieses mit diesem Parallelendenken funktioniert natürlich nur, wenn man von reellen Zahlen in reelle Zahlen abbildet. Stellen Sie sich vor, ich lasse Sie vom R2 in den R abbilden, dann können Sie das ja gar nicht so aufmalen. Dann haben Sie als Grundmenge haben Sie die Punkte der Ebene
Und als Zielmenge haben Sie jetzt was anderes. Das heißt, da brauchen Sie ja ein dreidimensionales Bild. Dann können Sie das natürlich so mit den Parallelen nicht sagen, wie das hier beschrieben ist. Deswegen ist diese Beschreibung etwas weniger allgemein. Die gilt halt nur, wenn wirklich beides Zahlmengen sind. Aber ansonsten ist das genau das, was ich gerade erzählt habe. So, jetzt die Bijektion und die Gleichmächtigkeit von Mengen haben etwas miteinander zu tun. Bei Bijektivität kommen jetzt beide zusammen. Also jedes der Y wird nur von einem getroffen und tatsächlich wird auch jedes Y getroffen. So, und wenn man jetzt an endliche Mengen denkt, haben zwei endliche Mengen, die Bijektive, zwischen denen eine bijektive Funktion besteht, eine besondere Eigenschaft, nämlich die haben gleich viele Elemente. Wenn Sie jetzt sagen, Sie laden Ihre ganze Verwandtschaft ein und das ist jetzt nicht wie bei Dornröschen, dass da irgendwer dabei ist, wo Sie sagen, der soll jetzt keinen Teller bekommen, weil das ist die böse Hexe und so. Da geht man davon aus, dass man genauso viele Teller braucht, wie man Gäste braucht. Also, und da sind jetzt auch keine Leute dabei, die magersüchtig sind oder irgendwie gerade nichts essen wollen oder so. Achso, das hätte ich jetzt auch nicht sagen sollen. So, boah, jetzt haben wir fast alle Diskriminierungstatbestände erfüllt, die möglich sind. Also alle essen tatsächlich auch mit. So, dann kriegt jeder Teller. Und dann läuft das ja auch so, wenn jetzt kleine Kinder, die noch nicht zählen können, können ja trotzdem den Tisch decken. Die sagen dann einfach, Mami, Papi, ne? So, oder je nachdem, was die in Österreich sagen, weiß ich jetzt nicht so genau. Und legen sozusagen jeden Teller hin und sprechen dabei jeweils einen Namen aus. Und damit erzeugen sie ja letztlich nichts anderes als eine bijektive Abbildung. Jedem Teller wird ein Name zugeordnet. Und wenn sie das so machen, gehen sie davon aus, dass sie nachher genauso viele Teller haben, wie sie Leute haben, die was essen wollen. So, also es ist was eigentlich ganz normal ist, dass man das so macht und kann man auch relativ leicht beweisen, nämlich mit unserem berühmten Schubfachprinzip. Wenn wir jetzt mal annehmen, es gäbe mehr, also jetzt sage ich ja, also aus der Menge der Namen wird in die Menge der Teller abgebildet. Wenn Sie jetzt annehmen würden, es gäbe mehr Teller als Leute, dann haben wir ja ein Schubfachprinzip injektiv, wenn wir jetzt sagen, wir hätten weniger Teller als Leute, dann haben wir nicht genug Ziele. Ja, also da müssen wir ja zuordnen. So. Und dann haben wir jedem einen zugeordnet und da bleibt aber einer ja übrig. Das war diese berühmten Geschichten zum Beispiel mit den Monaten und den Geburtstagen. Also Sie haben 13 Leute und die sollen alle in verschiedenen Monaten Geburtstag haben. Funktioniert nicht, man hat halt nicht genug Ziele für injektiv. Da muss ein Monat dabei sein, wo zwei drin landen. Und damit kann es dann nicht mehr injektiv sein. Und umgekehrt für surjektiv wäre ja, Sie haben nicht genug Startpunkte. Also wenn Sie da sagen, ich lege da mehr Teller hin, als ich überhaupt Leute habe, und es soll aber jeder bitte nur genau einen Teller haben, ja, das wird auch nicht. Weil dann können Sie ja jetzt sagen, okay, jetzt sind quasi die Leute die Schubfächer und sie schmeißen die Teller in die Leute. Sie verstehen, was ich meine. Und das geht ja dann auch nicht. Da muss ja dann ein Teller überbleiben. Oder Sie müssen jemandem zwei Teller geben. Andere Möglichkeiten gibt's nicht. Und das wäre wieder eine Verletzung. Also es ist diese wichtige Beziehung, dass es zwischen zwei endlichen Mengen gibt's genau dann eine Bijektion, wenn die gleich viele Elemente haben. So, und jetzt macht man halt folgenden Trick noch. So, und also dadurch geht's im einen Fall, man muss genug Ziel haben, im anderen Fall braucht man genug Startpunkte. Und wenn man beides hat, dann folgt im einen Fall, also das eine muss mindestens so groß sein, also die Zielmenge muss mindestens so groß sein wie die Startmenge, folgt aus, man muss genug Ziele haben und umgekehrt, man muss genug Startpunkte haben, folgt, man muss mindestens so viele Startpunkte Ziele hat. Und wenn man beide Bedingungen erfüllen will, geht das eben nur, wenn sie beide Mengen gleich viele Elemente haben. So, und jetzt wird das einfach auf unendliche Mengen verallgemeinert. Und man sagt, zwei unendliche Mengen sind dann gleich groß, wenn zwischen denen eine bijektive Abbildung besteht. Das klingt jetzt erstmal crazy, weil man sich überlegen kann, dass es das ja auch heißt, es gibt unendliche Mengen, die offensichtlich nicht gleich groß sind. Also es gibt verschiedene Qualifizierungen von unendlich. So, die Idee ist schon so in der buddhistisch-jainistischen Zeit in Indien das erste Mal so um 700 nach Christus aufgekommen, aber dann irgendwie erst sehr viel später
so formalisiert worden in Europa mit der Gleichmächtigkeit von unendlichen Mengen. Und man kann zum Beispiel zeigen, es ist nicht möglich, eine bijektive Abbildung von natürlichen Zahlen in die reellen Zahlen zu finden. Das gibt's nicht. Also es gibt tatsächlich in einem wohlverstandenen Sinne mehr reelle Zahlen, als es natürliche Zahlen gibt. Das geht nicht. Gibt es keine Bijektion. Soll uns aber nicht interessieren, weil wir interessieren uns ja nur für diskrete Mathematik. Und alle diskreten Mengen sind gleichmächtig. Es gibt genauso viele natürliche Zahlen wie ganze Zahlen. Wir haben ja sogar, man kann ganz leicht eine Bijektion aufstellen, wo man sagt, ich ordne jeder natürlichen Zahl eine ganze Zahl zu und trotzdem habe ich genug natürliche Zahlen. Ich kann ja einfach sagen, der 1 ordne ich die 1 zu, der 2 ordne ich meinetwegen die 0 zu, der 3 die minus 1 und der 4 dann wieder die 2 und jetzt springe ich immer so hin und her. Da merkt man, dass das gar kein Problem ist. Warum sollen einem da irgendwie die Zahlen ausgehen? Sie sagen mir irgendeine ganze Zahl und ich kann Ihnen dann immer sagen, was die natürliche Zahl ist, die da zugeordnet ist. Das Witzige ist, dass das sogar auch noch funktioniert zwischen natürlichen Zahlen und Bruchzahlen. Da hat man vielleicht eher den Eindruck, dass das vielleicht schwierig werden könnte, weil so zwischen zwei natürlichen Zahlen liegen ja echt ziemlich viele, nämlich unendlich viele rationale Zahlen. Und trotzdem ist das möglich. Man kann eine Abbildung finden, die läuft von den natürlichen Zahlen in alle rationalen Zahlen rein. Das macht man aber üblicherweise auch irgendwann mal in der Analysis. Also je nachdem, wer die Analysis macht. Und wenn nicht in der Analysis, dann vielleicht in der Schulmathematik. Da gibt es irgendwie so ein Cantorsches Diagonalisierungsverfahren, nennt sich das. Kann man ganz leicht zeigen, dass es für alle rationalen Zahlen eine Möglichkeit gibt, eine natürliche Zahl zuzuordnen. Das meine ich jetzt aber nicht, weil rationale Zahlen sind eigentlich nicht mehr wirklich diskret. Sind heute nicht mein Thema. So, jetzt die Umkehrfunktion. Die Umkehrfunktion gibt es streng genommen eigentlich nur, wenn eine Funktion bijektiv ist. Weil wir haben ja gesagt, wenn es jetzt zum Beispiel nicht injektiv wäre, dann hätte es ja zwei Elemente. Und wenn ich jetzt sage, ich kehre das um, ist es ja auf einmal keine Funktion mehr. So, und deswegen muss man eigentlich sagen, es muss injektiv sein und es muss auch surjektiv sein, weil wir haben ja auch gesagt, bei einer Funktion muss das so sein, dass jedes x auch tatsächlich ein y abkriegt. Wenn jetzt aber gar nicht jedes y ein x abgekriegt hat, kann ich das nicht umdrehen. So, deswegen gibt es die Umkehrfunktion eigentlich nur dann, wenn es bijektiv ist. Aber man kann natürlich immer mit so Tricksereien, wie ich das vorhin auch gemacht habe, kann man sehr viele Funktionen, die bezüglich bestimmter Mengen eben nicht bijektiv oder injektiv oder surjektiv sind, kann man durch Änderung der relevanten Mengen ja so machen. Und dadurch findet man dann Umkehrfunktionen. Also x² über den reellen Zahlen hätte ja keine Umkehrfunktion, weil für die Minusse gibt es gar keine Funktionswerte dann, wenn man das umdreht. Und für die positiven gibt es immer zwei. Aber jetzt kennen Sie ja alle die Wurzelfunktion. Na, die Wurzelfunktion ist eben auch so definiert. Ne? Die geht von R plus weg und dann funktioniert das wieder. Dann hat man kein Problem. So, und die Umkehrfunktion ist halt einfach die Funktion, wenn ich den Funktionswert des Funktionswerts nehme, kommt wieder das Argument raus. Also stand das eigentlich auf irgendeiner Folie, dass man x das Argument und f von x den Funktionswert nennt? Wenn nicht, dann sollte man sich das auch noch merken. Also x nennt man den nimmt man das Argument und f von x den Funktionswert. So, leichtes Beispiel von R nach R 3x, Umkehrfunktion 1 Drittel x. Jetzt in 1 Drittel x, wenn ich jetzt 1 Drittel von 3x nehme, kommt wieder x raus. Also die Umkehrfunktion ist die Funktion, die auf die Identität das zurückführt. So. Hier, so jetzt können wir das für 3 mal machen, gibt es halt 9 und man kann das auch allgemein machen. So, und dann habe ich schon gesagt, eine Umkehrfunktion existiert genau dann, wenn f bijektiv ist. So, man bezeichnet manchmal die Umkehrfunktion zur Funktion auch mit f hoch minus 1. Das ist nicht so ganz ungefährlich, weil man ja unter f von hoch minus 1 auch verstehen könnte, 1 durch f von x. Und das ist natürlich was anderes. Ne? Ist ja die Umkehrfunktion von x² ist nicht 1 durch x², sondern ist Wurzel x. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Aber man schreibt das manchmal so.
Bei einer Funktionsgleichung, wenn man eine Funktionsgleichung hat, ist es in der Regel relativ leicht zu bestimmen, was die Umkehrfunktion ist, nämlich dadurch, dass man x und y vertauscht und dann nach y wieder auflöst. Dann hat man die Funktionsgleichung da stehen. So findet man üblicherweise die Umkehrfunktion. Ja, hilft einem halt nichts, wenn da steht, y ist gleich Sinus x. Dann schreiben Sie dahin, y ist gleich Sinus x, jetzt tausche ich x und y aus, dann steht da, x ist gleich Sinus y. Und jetzt lösen Sie das mal auf. Also da hilft Ihnen halt nichts. Da definieren Sie dann einfach eine Funktion, die Sie A-Cosinus oder Sinus um minus 1 nennen, die das rückgängig machen soll. Also funktioniert eigentlich auch nur bei sogenannten termdarstellbaren Funktionen gut, dieser Trick. So, falls A eine Teilmenge des, also falls Sie abgebildet haben von irgendwas, was eine reelle, was tatsächlich eine Funktion über den reellen Zahlen ist, kann man das auch so beschreiben, dass man sagt, der Graph der Umkehrfunktion entsteht durch Spiegelung an der Geraden y ist gleich x. Also die x, wenn Sie mal denken, die Parabel, die läuft halt so. Und wenn man jetzt genau an dieser Winkelhalbierenden spiegelt, dann läuft die genauso andersrum. Das hilft jetzt fürs Video auch total viel. Aber egal, die Leute haben halt heute mal ein bisschen Pech gehabt. So, also das läuft genau gespiegelt. Vielleicht, wenn ich ganz viel Zeit habe, füge ich ein Bild ein. So, und die Identität, also x wird einfach zugeordnet x, die langweilige Funktion, wie man sie auch nennt, das ist eine Funktion, die für die gilt, dass sie ihre eigene Umkehrfunktion ist. So. Wenn man da auch wieder noch x bin, kommt auch wieder x raus. Aber das ist nicht die einzige Funktion, für die das gilt. Es gibt auch andere Funktionen, die ihre eigenen Umkehrfunktionen sind. Zum Beispiel von r nach r für alle, da ist ja wieder was falsch hier. Naja, genau, doch, so geht's. Von r nach r gilt das für alle c-Element r, wenn Sie die Funktion betrachten, die jetzt abschnittsweise definiert ist, nämlich für x ungleich 0 ist die definiert als c durch x. Also zum Beispiel 1 durch x und für 0 ist sie definiert als 0. Wenn Sie davon die Umkehrfunktion bilden, ist das auch wieder 1 durch x. Ich glaube, da müssen wir mal an die Tafel gehen, damit Sie mir das glauben. Bild aus, Leinwand auf und ab. Jetzt muss ich mal einen Screenshot machen, damit ich das nachher noch habe. So. Ach so, das geht ja eigentlich auch mit Strom. So, also wenn Sie jetzt hier schreiben, erstmal so, das Finden ist ja relativ leicht. Ne? Ich hatte ja gesagt, wenn ich hierzu die Umkehrfunktion suche, wollte ich das so machen, dass ich einfach schreibe, ah, da schreibe ich einfach das so hin und löse das jetzt nach y auf. Also mal y geteilt durch x, dann steht hier x mal y geteilt durch x ist gleich 1 mal y geteilt durch x. Na, was habe ich denn da für mal, hier fehlt noch ein y. So, jetzt kürzen sich hier die y und hier kürzen sich die x. Und dann steht da, y ist gleich 1 durch x. So was. Ja, habe ich ja gerade gesagt, 1 durch x ist eine eigene Umkehrfunktion. Jetzt muss ich nur noch den Nullpunkt dazu nehmen, damit das auch von r nach r geht. Und jetzt können Sie sich schnell überlegen, dass hier oben natürlich gar nicht unbedingt 1 stehen muss, sondern man da auch jederzeit irgendein c einführen könnte. Und das sieht man eben auch, wenn man mal so ein bisschen nachdenkt, wie das 1 durch x aussieht, dann ist das ja so, also diese ganzen durch x-Dinger bilden was, wie nennt man die? Wie nennt der Volksmund diese Dinger auch? Fängt mit Hü an und hört mit Bärbel auf. Ja, Bärbeln. Ja, so. Hyperbeln. Und wenn Sie jetzt gerade denken an das, was ich Ihnen gesagt habe, spiegelt an der ersten Achse, hier ist ein dicker Punkt, also das geht durch den Nullpunkt. Dann spiegelt man einfach, wenn man die Umkehrfunktion bildet, diesen Ast hier oben auf den Ast und den Ast hier unten auf den Ast. Ist jetzt nicht ideal gezeichnet, gebe ich zu.
Er müsste schön symmetrisch zu der Achse sein. Wäre das aber. Und dieses 1 durch 2 durch x, das ändert nur was an der Biegung, aber nicht an diesem Grundsatzding. So, also das wären tatsächlich die, die sind ihre eigenen Umkehrfunktionen. Diese ganzen Hyperbeln, die da in dem Nulldings sind. So, jetzt mal auch hier ein schönes Hyperbelfoto. So, haben wir das auch. Und die Identität ist auch ihre eigene Umkehrfunktion, weil die Identität, das ist ja gerade die Gerade. Wenn man jetzt die Gerade an sich selbst spiegelt, kommt wieder die Gerade raus. Ja. So könnte man auch noch andere Funktionen malen. Sie könnten das ja hier auch so zackelig irgendwie malen, so dass das genau hinhaut. Ne? Dann wird das auch noch gehen. Also es ist nicht die Identität die einzige Funktion, die ihre eigene Umkehrfunktion ist. Dup. Ja, und damit sind wir aber mit den Funktionen auch gut durchgekommen. Und es bestehen gute Chancen, dass wir es wieder nicht schaffen, bis zu den algebraischen Strukturen vorzudringen und ihnen eine Übungsaufgabe erspart bleibt, die nicht so lustig ist. Ich wollte dich, hier steht auch schon vorausschauend Abschluss und nicht Einschub, weil das noch vom letzten Jahr kopiert ist und mir da schon klar war, dass ich es nicht mehr schaffe. Was ist in den einzelnen Bereichen wichtig? Elementare Kombinatorik, Einzahlen bestimmt kommen mit einfacher Summe- und Produktregel, mit dem Prinzip vom Ein- und Ausschluss. Das ist dieses, wenn ich zwei Mengen die Anzahlen addiere und nachher die Schnittmenge abziehe von beiden, dann habe ich nichts doppelt gezählt. Aber wenn es jetzt drei Mengen sind, dann muss ich die Schnittmengen abziehen und dann die Dreier-Schnittmenge wieder drauf addieren. Das nennt man Prinzip von Ein- und Ausschluss. So elementare Zahlprinzipien sollten Sie können. Variationen mit und ohne Wiederholung und Kombinationen ohne Wiederholung. Kombinationen mit Wiederholung schenke ich Ihnen. Also kommt nicht vor. Das ist dieser Spezialfall mit dem, wenn man sich fragt, man hat vier Parteien und 135 Sitze und will das jetzt irgendwie verteilen, dann hat man ja diesen Fall, wo da auch Fächer mehrfach belegt werden können und die Reihenfolge aber keine Rolle spielt und so. Den Fall lassen wir halt draußen. Und dann, ja, das ist es im Grunde genommen, was in diesem ersten Block elementare Kombinatorik drin war. Einfache Summe- und Produktregel ist halt, es gibt ja auch Sachen, für die braucht man eigentlich die Zählprinzipien gar nicht. Das sind diese Sachen mit, also da haben Sie eine Schulklasse, jeder hat mindestens eine der AGs Turnen und Werken, 17 haben Turnen, 20 haben Werken, 5 haben Turnen und Werken. Wie viele Schüler sind in dieser Klasse? Prinzip von Ein- und Ausschluss. Peano-Axiom und vollständige Induktion. Naja, Beweise mit vollständiger Induktion führen sollten. Und hier Induktionsanfang, Schluss und Voraussetzungen ordentlich hinschreiben dabei. Nicht so rumschlampern. Mengenaussagen, Beweise ist eher so ein bisschen indirekt. Man sollte halt so Schreibweisen mit den Symbolen der Mengenlehre lesen können. Also so das Teilmengenzeichen zum Beispiel oder das Schnittmengen. Zeichen und so, oder man sollte halt wissen, was das heißt, A genau dann, wenn B oder A dann, wenn B. Man könnte sowas machen, Übereinstimmung von Aussagen und Mengen mit Wahrheitstafeln prüfen. Das kann man machen und ansonsten so kürzere, direkte oder indirekte Beweise führen. Aber da wäre das halt einfach so, dass man sagt, so kürzere, direkte oder indirekte Beweise, dann meistens bei anderen Themen. Also ich könnte zum Beispiel sagen, ist es zeigen oder widerlegen Sie, wenn die Summe von zwei Zahlen gerade ist, dann sind auch die beiden Zahlen gerade. Dann würden Sie sagen, nein, widerlege ich. Ich nehme 3 und 5, da sind beide Zahlen ungerade und die Summe ist aber gerade. Ja, so. Das meint so kürzere direkte oder indirekte Beweise. Die haben dann aber ja immer ein Thema und da frage ich jetzt halt nichts außer Geometrie oder so, sondern frage dann schon was irgendwie was mit Teilbarkeit oder mit Kombinatorik oder mit Stellenwertsystemen zu tun hat. In der Regel sind am einfachsten solche einfachen kleinen kurzen Beweise bei so Teilbarkeitsthemen. Da geht das eigentlich ganz gut. Da kann man sich ja alle möglichen solche kleinen Kombinationen überlegen,
wo man nachfragen kann. Dann Stellenwertsysteme, ja, Zahlen von und in nicht-dezimale Stellenwertsysteme nur umwandeln können. Im einen Fall ist das ja besonders leicht, wenn da steht irgendwie so ein Stellenwertsystem zur Basis 17, muss man ja nur wissen, dass die letzte Stelle die Einer sind, die zweite Stelle sind die 17er, die dritte Stelle sind die 17 Quadrata, also muss man einfach nur die Zahlen nehmen und mit den verschiedenen Potenzen von 17 mal nehmen und dann addieren und dann hat man das Ergebnis. In dem anderen ist es auch nicht so schwer, wenn Sie jetzt sagen, da ist die Zahl und stellt sie im Zahlensystem zu 17 dar. Ja, wenn Sie ganz auf Nummer sicher gehen wollen, schreiben Sie erstmal hin, dividiert durch 17, Rest 5, dann haben Sie schon mal die Einerstelle. Dann nehmen Sie das, was da rausgekommen ist, dividieren das nochmals durch 17. Was da dann der Rest ist, ist die sozusagen hoch 1er 17er Stelle. Und dann machen Sie immer so weiter. Also das ist ja nicht so super schwierig. So, und dann steht hier noch schriftlich ohne Umwandlung in nicht-dezimalen Stellenwertsystemen rechnen. Ja, addieren und multiplizieren direkt in dem Stellenwertsystem. Wo man immer so ein bisschen aufpassen muss wegen die Überträge. So. Da hätten wir ja bei 17 zum Beispiel, wenn da steht dann 9 und 6, dann kommt ja 16 raus und dann steht einfach die 16 ganz dreist im tiefsten Stellenwert und man hat gar keinen Übertrag. Schwieriger ist meistens, wenn man hinten nur Vierersystem oder so nimmt, weil die Überträge dann schnell lästig werden. Oder Binärsystem ist zum Beispiel nicht so lustig. Naja, wobei das schon wieder langweilig ist. Dreier- oder Vierersystem ist besser. Ich mache das übrigens manchmal auch so, das kommt jetzt auch bei dem nächsten Thema, dass ich dann so sage, nehmen Sie Ihre eigene Matrikelnummer und machen Sie dann so und so damit, damit man nicht so leicht abschreiben kann. Also sowas kann passieren. Oder nehmen Sie Ihr Geburtsdatum. Primfaktorzerlegung und Teilermengen bestimmen und mit ihnen argumentieren sollte man können. Da könnten also so leichte Fragen dazu, warum was nicht sein kann. Und da muss man sagen, ah, das geht ja eigentlich nicht wegen der Primfaktorzerlegung. Jetzt wäre zum Beispiel ein schönes Beispiel in der Übung, müsste Sie sich überlegen, ob, wenn ich eine Funktion habe, also das hat was mit Teilbarkeit zu tun, das erzähle ich Ihnen nur mal. Also da nehme ich eine Funktion, wo ich sage, die Menge, aus der ich abbilde, ist die Menge der Primzahlen mal die Menge der Primzahlen, also Zahlenpaare, wo beide Zahlen Primzahlen sind. Und das wird abgebildet in die Menge der natürlichen Zahlen. Und zwar so, dass das, wo drauf abgebildet wird, ist immer das Produkt dieser beiden Primzahlen. So, und jetzt kann man sich ja dann überlegen, ist das eigentlich surjektiv? Also kann man eigentlich jede Zahl als Produkt von zwei Primzahlen darstellen und so weiter? Und da muss man so ein bisschen mit der, oder kann es da vorkommen, dass zwei Zahlen dieselbe Darstellung haben? Also ist das injektiv eigentlich? Geht das, dass ich zwei Primzahlen? Muss man überlegen. Und da müsste man zum Beispiel so ein bisschen mit der Primfaktorzerlegung teilweise überlegen. Erweiterten euklidischen Algorithmus soll man halt können. Also erweitert meint nicht nur den GGT bestimmen, sondern da gibt es ja auch diesen berühmten Satz von Besu, dass man dann immer Zahlen R und S findet, sodass R mal A plus S mal B der GGT ist, beziehungsweise natürlich auch ein beliebiges Vielfaches von dem GGT. Ich glaube, letztes Mal war, nehmen Sie die letzten vier Ziffern Ihrer Matrikelnummer und Ihren Geburtsmonat plus Ihr Geburtsjahr als Zahl und dann bestimmen Sie davon den GGT und die zweite Aufgabe und dann lösen Sie die Gleichung so und so mal dreimal der GGT. Das wäre so ein Beispiel, da kann man ja beliebige Zufallszahlen reinnehmen, um das etwas weniger abschreibintensiv zu machen. Ich glaube, beim zweiten Mal haben sie es dann weggelassen. Ist immer ein bisschen so unfair, weil einige Daten sind einfach deutlich leichter. 2000 ist zum Beispiel günstig und war natürlich letztes Jahr ein relativ häufiges Geburtsjahr. Also sollte man nicht unbedingt verwenden. Rechnen und argumentieren mit Restklassen, ja, so, da ist insbesondere wichtig dieser schöne Satz, dass es egal ist, ob man erst die Reste addiert und dann guckt, in welcher Restklasse das liegt oder erst von den Zahlen die Restklassen bestimmt und das dann addiert. Das kann man relativ häufig bei so Dingen irgendwie gebrauchen. Und aus diesem letzten Block, ja, Relationen auf Eigenschaften prüfen,
Und wenn man diese Eigenschaften geprüft hat, dann kann man eben auch feststellen, ob das dann Äquivalenzordnungsrelationen oder Funktionen sind. Und Funktionen auf Eigenschaften prüfen, das meint dann injektiv, surjektiv und gegebenenfalls Umkehrfunktion bestimmen, kann man eigentlich auch ganz gut als Aufgabe stellen. So, jetzt gucken wir mal, vielleicht schaffen wir die Gruppen noch. Was algebraische Strukturen sind und was Gruppen sind, schaffen wir. Ich glaube eigentlich eh, dass sie das in 20 Minuten ganz gut noch durchziehen kann. So. Also erstmal, was ist eine algebraische Struktur? Dafür muss man erstmal wissen, was eine Verknüpfung ist, beziehungsweise was eine innere Verknüpfung ist. Eine innere Verknüpfung ist eine spezielle Funktion, die läuft vom kartesischen Produkt einer Menge mit sich selbst in die Menge. So, das klingt jetzt erstmal wild, aber ist Ihnen eigentlich klar, wenn Sie sagen, was ist addieren, was braucht man da? Ja, normalerweise zwei natürliche Zahlen. So, oder Sie könnten zum Beispiel sagen, Äpfel und Äpfel kann man addieren, aber nicht Äpfel und Birnen. So, also kommt beides aus derselben Menge, hat man also ein A und ein B. Und was da rauskommt, sind auch wieder Äpfel, also das geht ins A rein. Also hat man eine Menge, die läuft vom kartesischen Produkt von A und A. Ein Apfel alleine kann man nicht addieren, also auch drei Äpfel macht nicht Sinn. Ich kann sagen 3 + 5 Äpfel, aber ich kann nicht sagen 3 Äpfel und jetzt. Ne, so, also man braucht zwei Zahlen. So, zwei Zahlen. Und dann kommt wieder eine Zahl raus, also etwas aus dem kartesischen Produkt nach A. Und was man dann macht ist, also normalerweise, wenn wir Funktionen haben, schreiben wir ja normalerweise f von x ist gleich y. Wenn wir das hier so machen müssen, müssen wir eigentlich schreiben plus, Klammer auf, x, y ist gleich z. Also zum Beispiel plus 3,5 ist gleich 8. Das machen wir normalerweise nicht. Bei Verknüpfungen hat sich das eingebürgert, dass man das Verknüpfungszeichen, also das Plus, zwischen die beiden Elemente schreibt. Also schreibt 3 + 5 ist gleich. So, hier steht jetzt extra immer nicht Plus, sondern so ein Kreuz mit so einem Kringel drauf, damit man weiß, das soll jetzt nicht unbedingt das Plus sein, sondern das ist halt irgendeine Operation. Aber im Grunde genommen ist das eine Verknüpfung. Ne? So, auch da erwarten Sie, wenn Sie jetzt sagen, das Plus ist auf den natürlichen, also auf diesem Kreuzprodukt der natürlichen Zahlen sinnvoll definiert, dann erwarten Sie, ich kann irgendwelche zwei natürlichen Zahlen hernehmen und ich finde dann auch wirklich immer eine natürliche Zahl, die deren Summe ist. Also ist links total. Und es ist auch nicht so, also Fritzchen addiert 3 + 5 bekommt 8 raus und Franz addiert 3 + 5 und bekommt 9 aus und beide haben recht. Ist auch nicht erlaubt. Also ist auch tatsächlich wieder rechts eindeutig, hat auch nur eins. Ist also eine Verknüpfung, eine Funktion, ist eben nur eine spezielle Funktion, weil sie vom A-Kreuz A nach A läuft. So, das nennt man, wenn man ganz genau ist, müsste man sagen, eine zweistellige innere Verknüpfung. Ich sage gleich noch, was das mit äußere Verknüpfung auf sich hat. So, und hier sind auch Beispielis dabei, ne? Plus, Mal sind für N Kreuz N Verknüpfung plus minus mal sind für Z Kreuz Z Verknüpfung. Warum ist das Minus für N Kreuz N keine Verknüpfung? Weil 3 minus 5 ist minus 2, dann haut das nicht hin. Ist eigentlich keine Verknüpfung, keine ordentliche, weil da dieses Dings hier wehtut. So, und beim geteilt durch müssten wir dann schon Q ohne 0 nehmen, damit das immer eine brave innere Verknüpfung ist. So, und eine nicht leere Menge zusammen mit einer oder mehreren Verknüpfungen nennt man halt eine algebraische Struktur. So, und jetzt haben wir die Zahlbereiche mit den Grundrechenarten, die Ergebnisse in dem jeweiligen Zahlbereich auch tatsächlich liefern. Also n mit plus, aber nicht n mit geteilt durch. N mit geteilt durch ist keine ordentliche algebraische Struktur, weil das ja aus n rausführen würde. Unter Umständen. 3 geteilt durch 5, boah, also kaputt. So, die Menge der Vektoren mit der Vektoraddition bildet eine Gruppe. Lernt man sogar eine abelsche Gruppe, lernt man in der linearen Algebra. Aber nicht die S-Multiplikation, das hatte ich ursprünglich falsch auf der Folie stehen, deswegen ist das da rot. Warum nicht die S-Multiplikation? Das ist die Multiplikation mit einem Skalar. Das ist dieses 3 mal Zahlenpaar 2, 5 ist gleich Zahlenpaar 6, 15. Da ist ja der Skalar, also diese 3, ist ja selber gar kein Vektor. Da wäre das verletzt, dieses von A Kreuz A nach A. Das ist eine Abbildung, die läuft von reelle Zahlen mal Element des Vektorraums
in den Vektorraum rein. Das wäre eine äußere Verknüpfung. So, also deswegen S-Multiplikation darf man da nicht nehmen. So, und die Potenzmenge bildet mit den Verknüpfungen und Schnittmenge und Vereinigungsmenge eine algebraische Struktur. Und wenn Sie zwei Mengen vereinigen, kommt wieder eine Menge raus. Wenn Sie zwei Mengen schneiden, kommt wieder eine Menge raus. Kann auch mal die leere Menge sein, ist aber nicht schlimm, ist ja auch eine Menge. No Menge left behind. Ja. Das geht auch. Und da hatten wir sogar schon einen Namen für, die nennt man auch Boolesche Algebra. So, aber egal. So, das sind alles algebraische Strukturen. So, auch die Restklassen sind sozusagen, bilden algebraische Strukturen. Also wenn wir Zn, die Quotientenmenge von Z modulo n, nehmen, also die Menge aller Restklassen bei Division durch n, zum Beispiel bei 2 ist es besonders leicht, da gibt es nur die Restklassen 0 und 1, ja, dann ist sozusagen 0 und 1 ist so eine nette algebraische Struktur. So, jetzt gucken wir mal, für Plus läuft von den Restklassen und kriegt als Ergebnis auch wieder eine Restklasse raus, ne, nämlich, dass man einfach die beiden Zahlen addiert und schaut, worin liegt das. Und jetzt gucken wir mal, was das alles erfüllt. Also es ist erstmal abgeschlossen, das wäre halt wichtig, ne, wenn ich zwei Restklassen addiere, dann ist auch das, was da rauskommt, also ist dann wieder eine Restklasse. Wenn ich aus der 1er Restklasse was rausnehme und das mit der 0er Restklasse addiere, kommt wieder was raus, was in der 1er Restklasse ist. Wenn ich was von der 0er Restklasse nehme und addiere das mit der 0er Restklasse, kommt wieder die 0er Restklasse raus. Und wenn ich was von der 1er Restklasse nehme und addiere das mit der 1er Restklasse, dann ist ja 1 plus 1, 2 ist also wieder in der 0er Restklasse. Also das ist abgeschlossen, ich komme da nicht mehr raus. So mit dem Addieren, da passiert nichts, da geht nichts kaputt. Wohingegen wir was bei den natürlichen Zahlen, gerade bei den Minus gesehen haben, das ist nicht abgeschlossen. Ne? 3 minus 5, da ist man auf einmal draußen. Und das kann bei den Restklassen aber mit Plus nicht passieren. Mit Minus übrigens auch nicht, weil 1 minus 1 ist die 0er Restklasse, 0 minus 1 ist wieder die 1er Restklasse. Da bleibt man immer drin, da kommen sie nicht raus, das ist abgeschlossen. So, das ist auch assoziativ, das heißt, es ist egal, ob ich sage, ich schaue mir mal an, was passiert, wenn ich die Restklasse von 0 und 1 bestimme. Da kommt ja die 1 raus. Und dann addiere ich nochmal die 1er Restklasse auf, bin ich in der 0er Restklasse. Hätte ich auch anders machen können, ich hätte erst 1er und 0er zusammenfassen können und das zusammengefasst auf die erste addieren können. Das nennt man üblicherweise Assoziativität. Nur beim Addieren ist das eigentlich immer so, gibt es jetzt nichts, was einem einfällt, das ist nicht genau. So, jetzt gibt es noch ein weiteres nettes Eigenschaft, die man hat. Es gibt offensichtlich eine neutrale Restklasse. Nicht nur bei, jetzt muss ich vielleicht mal in die Restklassen 3 gehen, damit das nicht so ganz trivial ist. Bei den Restklassen 3 hätten wir ja die 2er Restklasse, die 1er Restklasse und die 0er Restklasse. Und wenn ich die 0er Restklasse zu irgendeiner anderen Restklasse, irgendein Element der 0er Restklasse zu irgendeinem Element einer der anderen Restklassen addiere, kommt wieder diese andere Klasse raus. Also 2er Restklasse, wenn ich da ein Element rausnehme und addiere 0 drauf, bleibe ich in der 2er Restklasse. 1er Restklasse, addiere ich da die 0 drauf, bleibe ich in der 1er Restklasse. 0er Restklasse, addiere ich da die 0 drauf, bleibe ich in der 0er Restklasse. Das nennt man das neutrale Element der Addition. Das ist auch die Vorstellung, die man von der Null hat. Gebe ich das irgendwo drauf, ändert sich nichts. Wenn ihr jetzt multiplizieren denkt bei natürlichen Zahlen, dann ist das neutrale Element natürlich nicht die Null, sondern die 1. Wenn ich mit 1 multipliziere, kommt immer wieder die Zahl raus. Aber so ist hier sozusagen, hier ist es die Null. So, jetzt gibt es auch ein inverses Element. Das heißt, ich finde zu jeder Restklasse eine Restklasse, dass ich die drauf addieren kann, dass als Ergebnis die Nuller-Restklasse rauskommt. Das ist auch ganz leicht, das ist ein ganz leichter Beweis. Aber wir können das einfach mal mit so, kann man sich ja ganz klar machen. Nehmen wir mal an, n ist 17 und Sie befinden sich in der Restklasse 14. Was müssen Sie denn dann drauf addieren, um in die Nuller-Restklasse zu kommen? N ist 17. 17 minus 4 ist 3. Weil die 17er Restklasse ist ja dieselbe wie die 0er Restklasse.
Bei Division durch 17 kann man ja keinen Rest von 17 haben. Wenn man Rest von 17 hat, hat man eigentlich einen Rest von 0. So, also findet man das inverse Element ja einfach immer dadurch, dass man die Restklasse, die man hat, meinetwegen die 3er, die 4er, die 5er Restklasse, von der 17 abzieht. So, zack, fertig. Gibt immer ein inverses Element. Und dann ist das wohl auch so, dass die Addition von Restklassen kommutativ ist, weil die Addition selber kommutativ ist und wir ja gesagt hatten, es ist egal, ob man erst die Restklasse oder dann die Dings. Ich sehe schon, wir schaffen die Gruppen aber eh nicht mehr ganz. So, jetzt können wir eigentlich nur noch sagen, dass ich nicht mehr weiter drücken kann, das ist ja auch lustig. So, jetzt können wir eigentlich nur noch sagen, diese Dings, irgendwas fehlt hier, das kann man verallgemeinern und diese ganzen Dings haben bestimmte Namen, schenke ich Ihnen jetzt aber. Je nachdem, welche dieser Bedingungen erfüllt sind, die Übungsaufgabe wird es trotzdem nicht geben, weil das jetzt zu kurzfristig war. Bei den Restklassen, die hatten das alles erfüllt und bilden damit eine Gruppe. Und jetzt kann das sein, dass nur Teile davon erfüllt sind. Und dann gibt es einen ganzen Zoo von Bezeichnungen. Also wenn man was hat, was abgeschlossen ist und assoziativ, dann ist das zumindest schon mal eine Halbgruppe. Und wenn man auch noch ein neutrales Element dazu gibt, dann heißt das auf einmal monoid. Und hat man etwas, das ist abgeschlossen, assoziativ, neutral und hat ein inverses Element, dann nennt man das eine Gruppe. Und dann gibt es noch die Zusatzkennzeichnung Abelsch nach dem Herrn Abel oder kommutativ. Das heißt, wenn noch das Vertauschungsgesetz ist. So, die nächste Abelsche Gruppe, die Sie kennenlernen werden, wenn Sie irgendwann die lineare Algebra machen, ist die Addition von zwei Vektoren, bildet zum Beispiel eine Abelsche Gruppe. So, diese Dinger hier nennt man die Gruppenaxiome. Ja, und aus Gruppen kann man viel ableiten, wenn man sich Zeit nimmt, hat Herr Heuberger geschrieben. Wir haben aber wenig Zeit, deswegen zumindest noch so Beispiele. Zn mit Plus bildet eine Abelsche Gruppe. Außerdem bildet Zn mit Mal auch ein Abelsches Monoid. Und ferner gelten auch noch gewisse Distributivgesetze, also wo man das Plus und das Mal miteinander verbindet. Und solche Dinge heißen auch Ringe. Jetzt haben wir es zumindest noch bis zu den Ringen geschafft. So, also eine Abelsche Gruppe, die sowohl das Plus hat, als und das ist eine kommutative Gruppe, und die auch noch ein Mal hat. Und das ist zumindest eine Halbgruppe und für die dann auch noch diese zwei Distributivgesetze gelten. Und für die es ein neutrales Element gilt, das heißt dann Ring. Und da gibt es noch einen Ring mit 1 und dann gibt es noch einen kommutativen Ring, aber das machen wir jetzt alles nicht mehr. So, vielleicht nur noch, das ist jetzt irgendwie, da ist viel zu wenig Zeit. So, jetzt müsste man ja einzelne Beispiele durchsprechen und so. Das bringt irgendwie nichts mehr. Aber Sie haben schon mal gehört, was eine Gruppe ist. Im Grunde genommen sind ziemlich viele Dinge Gruppen. So, diese ganzen algebraischen Strukturen, das zieht sich ziemlich durch. Also in der linearen Algebra hat man das ziemlich viel, dass man immer überlegt, welche Rechengesetze sind da und dann später in der anderen Algebra auch noch. Aber gut, da sind wir jetzt nicht mehr zugekommen, das ist aber nicht so tragisch. Habe ich letztes Semester auch nicht geschafft. Ich nehme die Gruppenaufgabe noch wieder raus. Ich habe extra die Übungszettel noch nicht online gestellt, weil ich mir nicht so sicher schaffe. Da gibt es halt noch eine Aufgabe zu Umkehrfunktionen oder so. Und dann geht das schon auch ganz gut.